Wechselzone. Das ist der Blick in dieses kleine, feine Stadion. Da, wo jetzt der Start erfolgt, das ist dann hinterher die Wechselzone. Es wird dann alles weggeräumt, was da steht. Jetzt machen sich die Startläufer so langsam, aber sicher bereit. Und dann schauen wir auf die Favoriten aus Norwegen mit Birkeland, Christiansen, Bjøntegaard und Bø. Birkeland gestern Vierter, der Startläufer. Christiansen Zweiter, Bø Erster, der Schlussläufer. Die Russen mit Garanichev, Latipov, Loginov heute nicht als Schlussläufer. Das macht Povanitsyn. Und die beiden jungen Russen gestern auch mit einer guten Leistung. Startläufer der Schweden, Gabriel Stegmeier, dann Pepe Femling, gestern mit einem guten Rennen, Neunter geworden, Simon Hallström. Und als Schlussläufer Thorstein Stenersen, der ist krank, muss trotzdem laufen, weil die Schweden Nationencup-Punkte brauchen. Das bestimmt dann, wie viele Startplätze man im kommenden Weltcup-Jahr hat. Das war der Franzosen, Antonin Gigonard, die Franzosen, wie gesagt, ohne Foucault und Détieux. Gigonard und Schlussläufer Fillon Maillet. Sie dürften gesetzt sein, auch bei der WM, auf der 2 Jacquelin und auf der 3 Simon Foucault. Sonst sicherlich eher nicht dabei. Roman Rees, Erik Lesser, Philipp Navrat und Johannes Kühn, das deutsche Quartett, schon thematisiert. Roman Rees war auch schon Startläufer bei der Staffel in Ruhpolding. Da schoss er zweimal 0 ohne Nachlader und übergab an Position 6. Am Ende wurde die deutsche Staffel Zweiter. Da stehen sie bereit, die 23 Staffeln hier in Kenmore zum vierten Staffelrennen der Saison, zur Generalprobe. Es ist das letzte Staffelrennen der Saison. 18,3 Grad minus zeigt das Thermometer an. Borut Nuna, der Renndirektor, hat entschieden, es kann gestartet werden. Jetzt geht's also los. Roman Rees auf der ersten Runde, der deutsche Startläufer. Da ist es wichtig, jetzt eine Position sich zu erarbeiten. Schön weit vorne, sich rauszuhalten aus dem Gedränge. Und heute werden wir sicherlich auch mal ein paar mehr Streckenbilder sehen als gestern bei den beiden Einzelrennen. In dieser wunderbaren Landschaft hier, eine Autostunde nordwestlich von Calgary in Alberta, Kanada. Garanichev, der russische Startläufer, setzt sich dort gleich an die Spitze. Drei Staffelrennen gab es, wie gesagt, in Hochfilzen. Da gewannen die Schweden, allerdings in ihrer A-Mannschaft. Die trainiert daheim. Pepe Femling ist eigentlich der Einzige, der auch zur A-Mannschaft gehört. Auch Olympiasieger wurde bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang vor einem Jahr. Guter Staffelläufer ist. In Oberhof gewann die russische Staffel und in Ruhpolding dann die Norweger. Deutschland war in Hochfilzen Dritter. In Oberhof Achter, allerdings bei extrem schlechten Bedingungen. Da schossen Schemp und Pfeiffer jeweils Strafrunden. In Ruhpolding dann wurde Deutschland Zweiter, hinter Norwegen vor Frankreich. Garanichev jetzt vor Lars Helge Birkeland. Roman Rees auf Position 5 auf dieser ersten Runde. Rees hat gesagt, er ist gerne deutscher Startläufer. Das ist eine Position, die er mag. Er ist ja ein sehr guter Schütze. Läuferisch hat er gestern auch geklagt. Nach dem Einzel fühlte er sich nicht so gut. Meinte selbstkritisch, das ging eigentlich gar nicht, was ich da angeboten habe. Der Vorteil ist, auf so einer ersten Schleife in einer Staffel, da kann man so ein bisschen im Feld mitlaufen. Wenn man dort gut schießt, möglicherweise im Idealfall ohne Nachlader, dann kann man sich im Feld so ein bisschen mitziehen lassen. Jean-Claude mit der 16, die belgische Staffel sehen wir dort hinten, da werden wir später vielleicht noch Michael Rösch sehen, den Sachsen, der für Belgien startet, der seine Karriere
beendet hatte eigentlich in Ruhpolding, aber er ist gestern hier angereist, um die Staffel zu unterstützen, denn auch da geht es eben um die besagten Nationen-Cup-Punkte, auch um Startrechte für eine belgische Staffel bei Olympia. Dann kam er gestern hier an, Michael Rösch, und das Gepäck war nicht da. Nichts läuft jetzt mit der Ersatzwaffe. Jede Nation hat ja ein Reservegewehr, hat sich Skier und Schuhe geliehen. Schuhe zum Beispiel von der kanadischen Biathletin Sarah Baudry, die auf großem Fuß lebt. Jetzt laufen sie hinten herum sozusagen ums Stadion. Das ist jetzt die Rückseite. Da, wo die Kamera steht. Dahinter ist der Schießstand. Dann jetzt in diese offene Passage. Da hast du das Gefühl, es geht. Da schiebt dich der Wind so ein bisschen rein in den Wald fast. Aber wenn sie dann aus dieser zweiten Schleife wieder zurückkommen Richtung Stadion, dann wird es richtig knackig und gemein. Viele der Sportler wieder mit getapten Gesichtern. Die meisten laufen mit etwas dickeren Handschuhen, tragen zusätzliche Unterwäsche unter den sehr, sehr dünnen Laufanzügen. Etwas dickere Oberteile auch unter den Laufanzügen. Zu viel darf man auch nicht anziehen, denn man schwitzt natürlich dann auch. Rees weiterhin auf Position 5. Garanicev, Gigona und Birkeland, die drei führen das Feld hier Richtung erstes Schießen. Und Erik Lesser, der gleich als Zweiter laufen wird, der ja eigentlich der langjährige Startläufer ist der deutschen Staffeln, der läuft sich noch ein wenig ein. Es gibt ja hier ein gigantisch großes Streckennetz, also so viel Platz wie hier zum Einlaufen gibt es eigentlich nirgends. Man muss fast ein bisschen aufpassen, dass man dann rechtzeitig wieder zurück ist und sich nicht irgendwo in den kanadischen Wäldern verläuft. So, und jetzt kommen sie auf diese offene, auf diese kalte Stelle, wo es so unangenehm ist, aus dem Wald herauszukommen. Jetzt biegen sie das erste Mal ein auf den Schießstand. 30 Bahnen. Jeder geht jetzt auf die Nummer, die der Startnummer entspricht. Die Norweger, weil sie in Staffelrennen in dieser Saison die meisten Punkte gesammelt haben, gehen auf Bahn 1. 5 Schuss, 3 Nachlader. Wenn dann immer noch Scheiben schwarz sind, dann geht es in die 150 Meter lange Strafrunde. Wir konzentrieren uns auf die Scheiben von Roman Rees, rechts eingeblendet, die vierten von unten. Mario Stegmaier, der Schwede, als Letzter kommt er hier an. Garanicev schon 2 Treffer, jetzt fängt Roman Rees an. Garanicev und Birkeland. Birkeland muss einmal nachladen, auch Rees. Auch Gigona, der muss sogar 2-mal nachladen. Birkeland ist durch. Auch Leistner, der Österreicher. Und Roman Rees muss 2-mal nachladen. Garanicev, Birkeland sind raus. Auch Artem Prima für die Ukraine. Genau das sollte natürlich nicht passieren, dass er hier 2 Nachlader braucht. 96% Trefferleistung eigentlich im Liegendanschlag. Das wird ihn ärgern, Roman Rees. Das kann er viel, viel besser. Und jetzt ist dieser Vorteil, in der Gruppe vorne mitlaufen zu können, so ein bisschen weg. Denn jetzt zerflattert das Feld. Die Schweiz mit 2 Strafrunden, Italien mit 2 Strafrunden. Florent Claude, 10. für Belgien. Dann Rees auf der 11, 32 Sekunden hinter Garanicev. So sieht's aus nach dem ersten Schießen. Deutschland auf Position 11, 32 Sekunden hinter Jewgeni Garanicev. Das sind die ersten 5 Schuss von Roman Rees. Ja, weit hoch der erste Fehler. Der dann leicht hoch.
Jetzt dreht er ein wenig bei rechts. Geht also davon aus, dass der Wind, der von links nach rechts kam, ein wenig stärker geworden ist. Hat die Visierlinie korrigiert. Die Fehler waren aber hoch. Ja, und dann das Nachladen. Dort sehen Sie es am Schaft. Drei kleine Löcher, in denen die Ersatzpatronen sind, beziehungsweise sechs, drei fürs Liegen und drei fürs Stehen schießen. Die kann jeder Athlet dort platzieren, wo es für ihn am besten ist, wo er eben möglichst schnell wieder in den Anschlag findet. Ja, und Garanichev, der hat 27 Sekunden gebraucht auf der Matte. Roman Rees 55, also der hat da fast eine halbe Minute verloren am Schießstand. Das ist auch die halbe Minute, die er jetzt Rückstand hat. Serafin Wistner für die Schweiz mit drei Strafrunden. Die Schweiz übrigens auch nicht mit ihrem Besten, läuft ohne Benjamin Weger, die Schweizer Staffel. Der will sich hier auf die Einzelrennen konzentrieren. Ein wenig Kräfte sparen, also auch dort. Garanichev und Birkeland. 4 Sekunden Rückstand nach dem Schießen hat Birkeland aufgeholt auf Garanichev, laufen jetzt gemeinsam. Artem Prima hat ein wenig verloren, der hatte 6 Sekunden Rückstand nach dem Schießen. Dann Leitner, der Österreicher. Österreicher gehören ja auch für mich zum erweiterten Favoritenkreis mit Simon Eder, Landertinger und Eberhard. Felix Leitner als Startläufer hat so ein bisschen den Tobias Eberhard, den Bruder von Julian, ausgestochen mit einem guten Einsatz als Startläufer in Ruhpolding. Er ist jetzt 12. 34 Sekunden der Rückstand. 32 waren das, also der verliert jetzt auf der Strecke nicht viel Zeit nach vorne, das ist gut. Das ist das Führungsduo auf der zweiten Runde. Jewgeni Garanichev und Lars-Helge Birkeland. Birkeland gestern ja 4. im Einzel, Garanichev 14. Beide in etwa gleich stark einzuschätzen, was ihr Potenzial und ihre aktuelle Form angeht. Birkeland verzichtet aber darauf, auch mal Führungsarbeit zu machen. Garanichev macht da auch gar keine Anzeichen, sondern läuft sein Tempo. Das kann ja auch mal dazu führen, dass man Zeit verliert. Wenn man sich da nicht einig ist und sich dann gegenseitig anschaut, mach du doch mal was, dann profitieren die anderen davon. Darauf lässt sich Garanichev gar nicht erst ein. Er zieht das Ding durch. Die Ukraine mit Prima Dantsemyanov. Auf der 3 Taras Lesyuk, ein ganz junger Mann. Und auf der 4 Dmitri Pidruzhny. Da wird es vor allen Dingen darauf ankommen, was Lesyuk macht auf der 3. Gestern debütierte der im Weltcup. Die Kanadier auf der 7 mit Christian Gau, dem Stärksten, haben offensiv aufgestellt. Das ist üblich bei Staffeln, die nicht so stark sind, dass sie ihre Stärksten nach vorne stellen. Auch die Amerikaner haben das so gemacht mit Sean Doherty. Möglichst lange vorne mit dabei bleiben. 41 Sekunden, jetzt hat Rees verloren. Zur Erinnerung 34 Sekunden Abstand waren das. Isidor Scheuer, der deutsche Co-Trainer. Garanichev weiterhin vorn. Und die können jetzt schon wieder das Stadion sehen. Lars-Helge Birkeland. Garanichev und Birkeland auf dem Weg zum zweiten Schießen. Haben sich einen ganz anständigen Vorsprung erarbeitet auf dieser Runde. 14 Sekunden sind es jetzt vor Prima. 6 Sekunden waren das nach dem ersten Schießen. Also die großen Favoriten aus Norwegen. Gemeinsam mit den Russen sind sie jetzt dort vorne. Bei den Russen sind wir gespannt auf Latipov auf der 2 und Povanitsyn als Schlussläufer. Auf der 3 natürlich der starke Loginov. Mal sehen, wie die sich dann schlagen im weiteren Verlauf des Rennens. Jetzt also wird im Stehendanschlag geschossen. Garanichev auf der 1, Lars-Helge Birkeland auf der 2. Beide sind gute Schützen.
Und da hinten dann die Gruppe. Mit den Franzosen. Die wir ja auch weit vorne erwarten, auch die Österreicher. Beide müssen einmal nachladen. Garanicev jetzt sogar zweimal. Birkeland ist fertig. Norwegen geht in Führung. Nach dem zweiten Schießen. Jetzt kommt dort hinten Roman Rees. Garanicev hat jetzt nur noch zwei Patronen für zwei Scheiben. Sonst muss Russland in die Strafrunde. Jewgeni Garanicev. Prima ist fertig für die Ukraine. Vigonard für Frankreich. Vigonard jetzt zweiter, 9 Sekunden zurück. Roman Rees oben die Scheiben, hat dreimal getroffen. Jetzt hat er seinen Rhythmus gefunden. Der letzte geht daneben. Martin Prima 18 Sekunden zurück. Garanicev verhindert die Strafrunde. Ja, ein Nachlader für Rees und Christian Gau für Kanada auf der 4, 24 Sekunden zurück. Genau das hat sich Matthias Ahrens so vorgestellt, dass sein Stärkster eben dort vorne mitläuft, sich ein bisschen präsentieren kann hier vor heimischem Publikum. Christian Gau lebt ja auch hier in Kenmore. Roman Rees, 13. 45 Sekunden zurück nach dem zweiten Schießen. Norwegen führt jetzt mit knapp 10 Sekunden Vorsprung vor Frankreich und der Ukraine. Und dann sehen wir es dort hinten. Deutschland 45 Sekunden zurück. Rees jetzt hinter Sean Doherty und Florent Claude aus Amerika und Belgien. Die beiden, die muss er auflaufen, an denen vielleicht noch vorbeigehen. Das ist jetzt die Aufgabe. Erik Lesser kann eben nicht, so wie er es gerne mag. Es ist auch seine Lieblingsposition, auch wie bei Roman Rees. Er kann eben gleich nicht als Erster loslaufen, sondern er muss eine Rennsituation aufnehmen. Muss dann gucken, dass er dort unter den zweiten Läufern sich ein wenig nach vorne arbeiten kann. Das Potenzial hat er auf jeden Fall. Lars-Helge Birkeland auf seiner letzten Runde Richtung erster Wechsel. Der Norweger führt die Staffel an. 9 Sekunden Vorsprung hatte er vor Gigonard. Aber Birkeland ist nicht so ein typischer Norweger, ist nicht so ein schneller Läufer wie die meisten Norweger. Ist eher ein guter Schütze und schauen Sie es, Gigonard hat den Vorsprung fast schon, den Rückstand fast schon rausgelaufen. Nur noch 2,4 Sekunden dahinter. Und dann der Kampf um die weiteren Plätze. Prima, Chris Gau. Und ein wenig überraschend der Este Sagna. Die estnische Staffel, die allerdings wird sich dort vorne nicht halten können. Dann Garanicev, der mit seinen 3 Nachladern gerade so die Strafrunde vermeiden konnte. Und der junge Österreicher Felix Leitner, 22 Jahre alt geworden an Silvester des vergangenen Jahres. Roman Rees, 45 Sekunden, der Abstand nach vorne, der ist gleich geblieben auf Birkeland. Ja, und da sehen wir es mal, da kann man es fast schon spüren, die Kälte, dieser Wind. Ich guck mal raus aufs Thermometer, ja, 18,5 Grad minus jetzt hier im Stadion. Können Sie sich vorstellen, wie viel das dann dort auch ausmacht, da Roman Rees. Werden wir sicherlich auch nachher mal fragen dann, wenn er nach dem Wechsel umgezogen zum Interview kommt. Gigonard ist in Führung gegangen jetzt. Frankreich also vor Norwegen. Bei den Franzosen dann auf der 2 Emilien Jacquelin. Bei den Norwegern Vetle Christiansen, der gestern Zweiter war im Einzel. Mal sehen, ob Birkeland sich jetzt ein bisschen dranhängen kann an Gigonard. Oder ob der Franzose vielleicht sogar eine kleine Lücke rausläuft. Ich denke fast, so wird es sein.
Chris Gau jetzt sogar auf die 3 gegangen. Getragen natürlich von den Heimfans. Der Schlussläufer der Kanadier übrigens, Brandon Green, der läuft heute sein letztes Rennen. Der verabschiedet sich aus dem Biathlon-Weltcup hier vor heimischem Publikum. Schon der zweite prominente Verlust in der Mannschaft von Matthias Ahrens in dieser Saison. Im Dezember, da gab Nathan Smith in Hochfilzen seinen Rücktritt bekannt. Also das natürlich für den deutschen Trainer der Kanadier ein bisschen bitter, dass er gleich 2 seiner arrivierten Leute in einer Saison verliert. Ja, 53 Sekunden von 45. Ein bisschen was verliert Roman Rees jetzt und da stehen die zweiten Läufer schon bereit. Gigona hat sich ein wenig abgesetzt von Birkeland, aber so groß ist die Lücke nicht. Dennoch starke letzte Runde von Gigona. Der war ja mit 10 Sekunden Rückstand auf diese letzte Runde gegangen. Jetzt biegt er nicht links ab zum Schießstand, sondern eine Ecke später. Das hier ist dann später auch die Zielgerade. Dann gibt es jetzt noch so einen kleinen Linksschlenker in die Wechselzone. Und da stehen die zweiten Läufer bereit. Gigona jetzt wechselt auf Emilien Jacquelin und Lars-Helge Birkeland auf Vetle Christiansen, also Frankreich vor Norwegen beim ersten Wechsel. Roman Rees bei der letzten Zwischenzeit mit 53,5 Sekunden auf Position 12 wird dann gleich auf Erik Lesser übergeben. Aber da kommen noch ein paar Nationen dazwischen. Ja, Chris Gau am Ende konnte den dritten Platz nicht halten, dennoch. Kanada wechselt auf der 4. Schöner Moment für die Gastgeber. Russland auf der 6. Die werden wir natürlich im Auge behalten. Ganz klar. Diese Vierergruppe, das ist natürlich spannend. Dann die USA, Sean Doherty. Gutes Ergebnis auch er auf der 7. Österreich auf der 8. Dann die Belgier auf Position 9. In der Mitte aber nicht so stark besetzt. Und was Michael Rösch noch drauf hat, das müssen wir dann auch nochmal abwarten, wie viel der zwischen Ruhpolding und hier trainiert hat. Jetzt kommt Roman Rees und der Wechsel. Deutschland auf der 12, 1:04. Ja, am Ende sind Roman Rees dann die Kräfte auch ausgegangen. Jetzt hier nochmal dieser Wind zu sehen, der dort auch Erik Lesser eben boostet. Also kein guter Start für die deutsche Staffel. Es fing gleich nicht so gut an für Roman Rees mit den beiden Nachladern im Liegendanschlag, auch im Stehendanschlag dann eben noch einer. Er war gleich so ein bisschen raus aus dem Rennen und dann wird es schwer. 3 Nachlader insgesamt, Deutschland auf Position 12. Ja, und die Franzosen, bei denen läuft es eigentlich ganz rund. Größtes Problem bisher, der Wechsel. Aber wenn das alles ist und man dann trotzdem in Führung liegt, dann kann man das verkraften. Ja, es muss eine klare Berührung geben. Schauen Sie mal, wie Jacquelin vermummt ist, wie ein Bankräuber. Ja, und Gigona, der kann lachen über diesen kleinen Patzer, ist natürlich auch froh, hat ein gutes Rennen gemacht, klar. Christiansen schon aufgelaufen. Waren aber auch nur 3 Sekunden und Christiansen ist, was das Laufniveau angeht, ein stärkerer Läufer als Emilien Jacquelin. Der 26-jährige Norweger. Dann ist das schon Simon Eder gewesen. Jetzt aber sind wir dann schon bei der zweiten Gruppe in Führung gegangen. Latipov, der Russe, und Scott Gau, der Österreicher. Ja, und das ist jetzt wieder die dritte Gruppe, angeführt von Simon Eder, dem Österreicher. Scott Gau, der Bruder von Chris Gau. Dann Eder Nordgren. Und für die Belgier jetzt Thierry Langer, der wird dieses Niveau nicht halten können. Und dann die nächste Gruppe mit Erik Lesser. Lesser gestern 8. Hat die WM-Norm damit erfüllt. Einmal unter die besten 8 oder zweimal unter die besten 15. Davor war ein 17. Platz das beste Ergebnis für Erik Lesser. Also
Da konnte er eigentlich ganz zufrieden sein, war es dennoch nicht. Den letzten Schuss, den hat er daneben gesetzt, Lesser. Sonst wäre er aufs Podest gelaufen und er sagte hinterher auch, er hatte gutes Ski, gutes Material eigentlich, aber die Laufform, die stimmte nicht. Er konnte den guten Ski trotzdem nicht so richtig ins Gleiten bringen. 1:07 der Abstand von Lesser bei der Zwischenzeit. Beim Wechsel waren es 1:04. Christiansen hat die Führung übernommen. Latipov, gestern 15. Der Russe, der hier das Feld anführt. Ob er zur WM-Staffel gehören wird, neben Loginov und Garanichev, die gesetzt sind. Auch für ihn heute natürlich eine Chance, aber Eliseev, Zvetkov, Malischko, das sind eigentlich die Namen, die wir da erwarten. Die sind in Ridnau und im Trainingslager, lassen die Wettkämpfe hier aus und nehmen dann an den Europameisterschaften in Minsk teil. Wie auch übrigens Simon Schemp, der ja wegen Formschwäche so ein bisschen rausgegangen ist aus der Saison und in Ruhpolding daheim sich vorbereitet. Auf die EM erst einmal und dann im Idealfall auch auf eine WM natürlich. Simon Eder kann sich da jetzt ein bisschen absetzen von Nordgren und Langer. Und wenn wir mal gucken, ja, die Esten, die Ukrainer, die Kanadier, die werden sich vermutlich da vorne nicht halten können, auch nicht die Amerikaner und die Belgier. Das sind die Staffeln, die nicht vier starke Läufer haben. Die können dann vorne ein bisschen mithalten, werden aber in der Regel im Laufe so eines Rennens sich verabschieden im Kampf um die vorderen Plätze. Drittes Schießen, rechts die Windfahnen zu sehen. Es ist heute nicht so einfach. Der Wind frischt immer mal wieder ganz schön kräftig auf. Nicht nur auf der Strecke, eben auch hier im etwas geschützt gelegenen Schießstand. Ist jetzt nach meinem Eindruck auch ein wenig stärker geworden als vorhin vor dem Rennen beim Anschießen, bei dem die Gewehre in die Nullstellung gebracht werden. Also angepasst werden auf die dann herrschenden Windverhältnisse. Aber beide, weder Christiansen noch Jacquelin, reagieren jetzt. Gehen also davon aus, dass der Wind in etwa so ist, wie beim Anschießen war. Fehler Christiansen. Ein Nachlader. Jacquelin schießt fehlerlos. Übernimmt die Führung, aber Christiansen bleibt dran. Also das Duell geht weiter. Spannend für uns. Zweite Gruppe ist da. Und dann schon Eder dort hinten. Und in der nächsten Gruppe dann erwarten wir auch Erik Lesser. Da oben am Bildrand, da wird er gleich auftauchen. Fans im Stadion achten vor allen Dingen auf Scott Gau. Da oben kommt Erik Lesser. Latipov braucht keinen Nachlader. Scott Gau muss einmal nachladen. Simon Eder, der Österreicher, schießt wie gewohnt schnell, schießt fehlerlos. Also Österreich macht einen weiteren Sprung. Jetzt Erik Lesser, zwei Treffer. Sehr gute Serie von Erik Lesser. Deutschland rückt weiter nach vorn. Österreich jetzt auf 7 und Erik Lesser kommt als 8. raus. Ist so ein bisschen unübersichtlich hier die Kameraeinstellung, das Weltbild, das uns hier angeboten wird. Nicht immer ganz so deutlich zu erkennen, wo laufen die jetzt eigentlich lang, wo sind die Zwischenzeiten. Rückstand von Lesser jetzt 1:01 nach vorne, aber was die Positionen angeht, eben schon 8. und auch nur 30 Sekunden auf 3. Das noch einmal der Blick eben aufs Schießen. Und Erik Lesser, nachdem er gestern ja auch im Liegendanschlag keinen Fehler geschossen hat, gelingt ihm das heute erneut.
Das war die zweite Gruppe sozusagen mit Latipov und jetzt sind wir an der Spitze. Jetzt sehen wir Jacle und Christiansen. Vettle Christiansen, der gestern nochmal erzählt hat, ja, klar, Ole Einar Bjørndalen und Emil Hegle-Svensson, die haben ihre Karriere beendet. Das war aber für uns, für diese zweite Reihe, auch eine Chance, sich zu befreien. Wir wussten, wir müssen mehr leisten. Wurde befördert in die erste Mannschaft, sagt das Training mit Siegfried Masee beim Schießen und Egil Christiansen im Laufen. Das hat mir sehr viel gebracht. Ich habe einen richtigen Sprung gemacht. Schon zweimal in dieser Saison stand er auf dem Podest. Gestern das zweite Mal. Sein bestes Ergebnis, Platz 2. In Hochfilzen war er Dritter in der Verfolgung. Und Roman Rees ist schon fertig umgezogen bei Willi Haag. Ja, und wir wollen mal gemeinsam checken, ob seine Kaumuskeln, seine Sprechmuskeln schon wieder aufgetaut sind. Roman, minus 18 Grad zeigt das Thermometer hier am Schießstand. Wie war es auf der Strecke? Ja, ich fand es auch wirklich brutal kalt, weil es hat nicht nur die minus 18 Grad, sondern hat auch einen ganz schönen Wind. Ich glaube, beim ersten Liegenschießen hat man es auch gesehen. Ja, ich bin ungefähr 200 Meter gelaufen, habe meine dicken Handschuhe ausgezogen, die ich vor dem Start anhatte. Und ich habe das ganze Rennen eigentlich meinen linken Daumen nicht gefühlt, aber zum Glück auch einen linken. Und habe ich schon immer schön auch meine rechte Hand verdeckt in den Abfahrten. Und ja. Also ist es grenzwertig oder ist es okay für einen Wettkampf? Ich denke, für eine Staffel ist es okay. Die 20 Minuten, 7,5 Kilometer geht's. Aber klar, es ist natürlich von der Temperatur auf dem Regelwerk her an der Grenze. Und ich sag mal, die Staffel kann man jetzt schon so durchführen, aber ja, viel mehr oder viel kälter hätte es dann auch nicht sein dürfen. Danke, Roman. Schnell ab ins Warme. Ja, vielen Dank fürs schnelle Erscheinen. Und dann sehen wir Christian Emilion Jacle heftet sich also wieder dran an Christiansen auf dieser nächsten Runde. Und Erik Lesser übrigens beim ersten Schießen. Schnellste Schießzeit. Alle Athleten dort, 24 Sekunden hat er gebraucht. 2 Sekunden schneller als der Koreaner Choi. Der war 26 Sekunden auf der Matte. Korea aktuell 14. mit 6 Nachladern. Aber auch das ist eine Staffel, die im Laufe des Rennens noch weiter nach hinten sacken wird. Auf der 1 war ja Lapshin gelaufen, der eingebürgerte Russe, der stärkste Koreaner. So, 53 Sekunden Vorsprung haben die beiden jetzt. Das waren 32 auf Latipov und Kalev Ermitz. Dann kommt Eder, 1:02 zurück. Passend vielleicht ganz kurz, gibt eine Frage aus dem Internet. Hashtag Fragsportschau von Jürgen, ob es auch Linksschützen gibt. Ja, Simon Eder zum Beispiel, das ist so einer, der schießt mit links. Vielleicht können wir es gleich beim nächsten Schießen dann auch ein bisschen beachten. Erik Lesser, 8er, 1:06 der Rückstand. 5 Sekunden hat er nur verloren auf die Spitze mit dem schnellen Christiansen, das ist gut. Und vor allen Dingen verkürzt Lesser den Abstand auf Position 3 erheblich. Da sind es nur noch 13 Sekunden. Das ist ungefähr ein Nachlader. Also, wenn der gleich gut schießt, dann kann er wieder sehr weit vorne mit eingreifen. Und ganz vorn die beiden, die wir dort erwartet haben. Drittes Schießen, nach wie vor Doppelführung, Norwegen und Frankreich. Da sehen Sie es auch ein bisschen, diese kurbelnde Bewegungen, dieses Schütteln der Hände, dass man da ein bisschen Blut in die Fingerspitzen bekommt, in die kalten Finger. 500 Gramm Abzugsgewicht müssen überwunden werden beim Schießen. Viertes Schießen ist es, nicht das dritte, genau. So, beide müssen einmal nachladen. Und auch das ist natürlich schwieriger mit den kalten Fingern. Sehen Sie es bei Jacqueline, wie er dort fummelt und bastelt. Aber beide synchron treffen sie, bleiben vorne. Das freut uns doch. So ein schönes Duell vorne. Dahinter hat sich alles zusammengeschoben. Hinter dem Führungsduo. Hier der Kampf um Platz 3, der ist jetzt zu einem Sechskampf geworden aktuell. Da sehen Sie es, Simon Eder, der stellt sich andersrum hin, Rücken an Rücken. Das ist dann manchmal sogar für den, der neben ihm steht, also hinter ihm ein bisschen irritierend, denn der sieht ja normalerweise auch immer einen anderen Rücken.
Simon Eder kennt das ja nicht anders. Da sehen wir es nochmal mit unserer eigenen Kamera aufgenommen. Vielen Dank dafür. Und schöne Grüße an Jürgen. Danke für die Frage. Oben die Scheiben von Lesser. Der ist Rechtsschütze. Jetzt schießt er einmal daneben. Latipov hat 0 geschossen, der Russe. Aber alle anderen müssen nachladen. Lesser jetzt sogar zweimal. Ist natürlich relativ stramm gelaufen auf der Runde. Schüttelt jetzt den Kopf. Ganz ruhig bleiben. 3 Patronen für 3 Scheiben. Auch Eder muss zweimal nachladen. Ungewöhnlich. Einer der besten Schützen im Feld. Trifft 89% im Schnitt stehend. Lesser 79. Eder braucht jetzt auch lange für den letzten Schuss. Estland geht in die Strafrunde. Auch Deutschland. Erik Lesser muss in die Runde. Simon Eder nicht. Eder jetzt Sechster, 1,29 zurück. Also diese Sechsergruppe ist ein bisschen zerfleddert. Latipov hat sich nach vorne abgesetzt. Dann Gao und Semyonov, der Ukrainer. Dann Eder. Ja, und hier sehen wir Erik Lesser in der Strafrunde. 150 extra Meter. Das dauert so 22, 23 Sekunden. Jetzt also Neunter, 1,51 zurück. Schade, er hat sich so eine gute Ausgangssituation erarbeitet. Hat sich so gut daran gearbeitet. Und statt dann möglicherweise gemeinsam mit Latipov als Dritter rauszugehen oder vielleicht als Vierter kurz hinter ihm nach der Strafrunde jetzt auf Position 9 Deutschland nach dem vierten Schießen. Das ist nochmal der Blick auf Emilien Jacquelin, der mit einer Waffe aus einem 3D-Drucker schießt. Sein Bruder, auch ein ehemaliger Biathlet, der produziert Gewehre aus einem 3D-Drucker und sein Schaft ist tatsächlich so entstanden. Petle Christiansen. Auch er mit diesem einen Nachlader. Aber das können die beiden sich dort vorne leisten. Der Vorsprung ist groß genug. Das ist Eduard Latipov, der Russe. Der 47 Sekunden Rückstand hatte auf Christiansen und Jacquelin nach dem Schießen. Und Sie sehen es dort, Christiansen und Jacquelin trennen jetzt 7 Sekunden. Also jetzt auf der Schlussrunde macht Christiansen ernst. Da zeigt er, dass er ein etwas stärkerer Läufer ist. Hat sich da möglicherweise auch aufs Schießen konzentriert in dieser Runde. Sich gesagt, da laufe ich noch nicht ganz am Anschlag. Hier nochmal zu sehen, dieser Wind, wie unangenehm das ist, hat uns Roman Rees gerade eben geschildert. Wie er versucht hat, seine rechte Schusshand in den Abfahrten zu schützen, immer so ein bisschen hinter dem linken Arm. Ja, und es sind noch 500 Meter bis zum Wechsel, also der Abstand zwischen Norwegen, zwischen den großen Favoriten und den Franzosen, der wird sogar noch ein wenig weiter wachsen. Wie gesagt, nach dem vierten Schießen, da waren die beiden zeitgleich. Eduard Latipov, 24 Jahre alt. Der 15. Platz gestern im Einzel, das war sein bisher bestes Ergebnis im Weltcup. Wir sehen Philipp Navrat, den dritten deutschen Läufer gleich. Und schauen auf die Strecke. Latipov auf der Schlussrunde. Der hatte einen Rückstand von 47 Sekunden auf Christiansen nach dem Schießen. Also die Russen verlieren hier an Boden. Da kommt ja gleich dann Loginov, der stärkste Weltcup, Gesamtweltcup Zweiter. 1,09 der Rückstand. Also über 20 Sekunden hat er verloren auf den 2 Kilometern bis zu dieser Zwischenzeit vom Schießen. Und das war Erlend Bjøntegaard, der dritte Läufer der Norweger. Und da wird es dann auch spannend, wenn Tarjei Bø wieder da ist. Wer wird dann laufen?
Zweiter Wechsel. Norwegen führt, und zwar deutlich jetzt, dank einer starken Schlussrunde von Fetle Kristiansen. Erlend Bjøntegaard geht auf die Strecke. Fetle Kristiansen für mich gesetzt neben den beiden Bö-Brüdern in der Staffel. Er, Bjøntegaard, Birkeland oder Henrik Labelund. Wer kriegt den vierten Platz bei der WM? Das ist die Frage. Und bei den Franzosen wechselt jetzt Emilien Jacquelin auf Simon Fourcade, auf den Bruder von Martin Fourcade. Simon Fourcade gestern mit einem guten Rennen, 17. im Einzel, war auch so ein bisschen ein Geschenk, dass er heute laufen darf. Simon Détieu, eigentlich der Beste hinter Fourcade, der verzichtet dafür. Darf Simon Fourcade mal wieder eine Staffel laufen. Und während die anderen schon unterwegs sind, geht Philipp Navrat jetzt erst in die Wechselzone. Das ist kein gutes Zeichen. Die deutsche Staffel hat ein wenig den Anschluss verloren. 1,57 der Rückstand an der letzten Zwischenzeit. Auf die Spitze. 48 Sekunden der Rückstand auf Position 3. Auf ihn hier, auf Eduard Latipov. Russland wechselt auf Position 3. Latipov auf Loginov. Großer Abstand schon zu Norwegen und Frankreich. Dann kommt Scott Gau, der Kanadier. Und dahinter dann Simon Eder, der Österreicher. Für die Kanadier jetzt Jules Burnot, der großgewachsene Mann, der heute sein wildes Haar ein wenig gezähmt hat unter einem Kopftuch. Auch das sicherlich wegen der Kälte. Dann Dominik Landertinger für Österreich. Und jetzt wechselt Deutschland mit 1,57 Rückstand auf Platz 7 mit Italien. Auch die Italiener schon Strafrunden belastet. Sogar zweimal waren die in der Strafrunde. Das ist der Stand zur Halbzeit des Rennens. Norwegen führt mit 22 Sekunden Vorsprung, der große Favorit vor Frankreich. Dann Russland, Kanada, Österreich, die Ukraine und Deutschland aktuell Siebter, jetzt mit Philipp Navrat auf der Strecke. Erik Lesser hatte eigentlich ein sehr gutes Rennen gemacht bis zu dem Moment, als er beim Stehenschießen ankam. Vielleicht war er ein bisschen zu zügig unterwegs auf der zweiten Runde zum zweiten Schießen. Da konnte er dann die fünf Scheiben nicht alle zu Fall bringen mit den 8 Schuss. Eine blieb stehen, es ging in die Strafrunde. Bjøntegaard, Fourcade, 23 Sekunden, jetzt der Abstand. 22 waren das nach dem Wechsel. Erik Lesser insgesamt mit einer guten Laufzeit. 18 Sekunden langsamer als Fetle Kristiansen, was die reine Laufzeit anging, der zweiten Läufer. Damit dürfte er eigentlich zufrieden sein. Gestern war er nicht so zufrieden mit seiner Laufform. Aber rein was die Zahlen hier angeht, ist das ganz okay. Das ist eigentlich ganz gut sogar. Werden wir sicherlich auch gleich hören, was er dazu sagt. Abstand zwischen Bjøntegaard und Fourcade bleibt gleich. Bjøntegaard, auch er schon einmal auf dem Podest in dieser Saison. Sprint in Antols vor 2 Wochen. Gestern 16. Auch er, wie Kristiansen, der eben gelaufen ist, hat einen Sprung gemacht in dieser Saison, einen Leistungssprung als Mitglied der Weltcup-Mannschaft nach dem Karriereende von Ole Einar Bjørndalen und Emil Hegle-Svensson. Bjøntegaard für Norwegen führt also hier. Und Simon Fourcade, der ist ihm ungefähr eine Strafrundenlänge im Nacken. Jetzt hat er sogar ein bisschen Boden gut gemacht, Simon Fourcade. Es sind unter 20 Sekunden jetzt, die die beiden trennen. Dann Loginov. Der Russe, der war 1,12 zurück, der muss jetzt da noch durch die Brücke und dann den Berg hoch, bis er zu der Zwischenzeit kommt. Also da ist schon eine große Lücke entstanden. Rumänien
Russen nur mit 3 Nachladern, aber läuferisch Latipov eben nicht so stark wie die dort vorn. Loginov schon. Der gehört zu den Guten, zu den schnellen Läufern. Bjöntegard eigentlich auch. Wundert mich, dass der hier gegen Foucault Zeit verliert. Eigentlich ist Bjöntegard der deutlich bessere Läufer als Foucault. ...1.13 jetzt der Abstand von Loginov. 1.16 waren das beim Wechsel. Und Bernd Heidkamp möchte gerne wissen, ob es erlaubt ist, beheizbare Handschuhe zu tragen. Es ist tatsächlich gestattet, so Taschenwärmer dort reinzustecken. Aber das ist natürlich auch eine Frage, ob das Sinn ergibt oder nicht. Benedikt Doll hat das mal probiert. Siegfried Mansee sehen wir, den Franzosen, der die Norweger im Schießen trainiert. Seit 2016. Also man kann da so Taschenwärmer reinschieben, man muss nur aufpassen, dass das vom Handling dann okay ist. Manche Athleten tun das oben auf die Handrücken, um so ein bisschen dann eine Wärme zu bekommen, die auch in die Finger leitet. Bjöntegard, erstes Schießen, liegend ist er ein guter Schütze, stehend wackelt er manchmal. Das vermutlich die größte Schwäche, die Norweger jetzt noch im Rest der Staffel haben. Fünftes Schießen, Bjöntegard gegen Foucault. Foucault hat aufgeholt und Bjöntegard schießt den ersten daneben. Wird es jetzt noch spannender? Kann sich Simon Foucault ein bisschen nähern? Jetzt schießt der Norweger zügig und gut. Ja, dauert alles ein bisschen länger als sonst das Nachladen. Wenn Sie regelmäßiger Zuschauer vom Biathlon sind, dann werden Sie das wahrnehmen, wie Sie sich dort schwer tun. Aber er macht auch den Nachlader sofort rein. Trotzdem, wenn Simon Foucault jetzt durchkommt und auch der schießt zügig und er kommt durch, dann kann er jetzt Bjöntegard auch immer sehen auf der Runde zum Stehen schießen. Das wird ihm helfen, dass er näher rangekommen ist. Dort hinten Loginov, der kommt jetzt erst an. Der Russe auf Platz 3. Gute Nachrichten von der Strecke. Philipp Navrat hatte als 7. gewechselt, ist inzwischen 5. hat den Ukrainer Lesiuk und auch Dominik Landertinger, den Österreicher, überholt. Aktuell also 5. jetzt schon und er kommt direkt hinter Jules Burnott, dem Kanadier. Dort hinten in der Mitte, das ist Philipp Navrat mit Landertinger und Burnott. Also die Deutschen sind wieder im Geschehen, vor allem weil Loginov zweimal nachladen muss. Nord, Navrat und Landertinger. Landertinger mit einer starken, schnellen, fehlerlosen Serie. Loginov ist durch mit den 2 Nachladern. Bjørnott muss einmal nachladen. Navrat gar nicht. Navrat bringt die Deutschen jetzt noch weiter nach vorn. Dort sehen Sie es. Loginov und Landertinger. Raus, Bjørnott muss ein weiteres Mal nachladen und dann kommt schon Philipp Navrat. Also, der ist ganz dicht dran und auf der Runde zuvor, da hat er sich ja an Landertinger ranlaufen können. Bjørnott kämpft gegen die Strafrunde. Spektakulär beklebt mit diesen bunten rot-weißen Pflastern. Und auch Thierry Chenal für Italien kämpft gegen die Strafrunde, die Bjørnott vermeiden konnte. Bei den Italienern hinten raus ja dann noch Lukas Hofer. Da ist Chenal jetzt der aktuell Laufende, sicherlich der Schwachpunkt in der Staffel. Kanada hält sich immer noch glänzend auf Position 6. Da bin ich dann gespannt auf Brandon Green als Schlussläufer, wie der das emotional hinbekommt. Letztes Rennen hier vor heimischer Kulisse. Aber wenn der da einigermaßen klarkommt, dann kann das ein richtig gutes Ergebnis für die Kanadier hier werden vor heimischer Kulisse. Erlend Bjøntegard, 8 Sekunden Vorsprung hatte der nach dem Schießen vor Simon Foucault, hat das jetzt ein bisschen ausgebaut. Also Bjøntegard ist offenbar auch nicht so schnell angegangen. Wir erinnern uns auf der ersten Runde, da hat er ja mal ein bisschen verloren gegen Foucault. Und hier nochmal die Serie von Philipp Navrat, 25 Jahre alt aus Nesselwang. Seit Mitte Januar gehört er zum Weltcup-Team dazu. Hat sicherlich auch ein bisschen profitiert davon, dass Simon Schemp abgesagt hat.
Aber mit dem 17. Platz gestern und jetzt auch bis jetzt mit einer sehr guten Leistung, da empfiehlt er sich. Und ich glaube, das ist auch einer in den nächsten 1, 2, 3 Jahren. Da können wir dem noch viel Freude haben. Der hat erst im letzten Jahr seine Ausbildung bei der Landespolizei beendet, ist jetzt Polizeimeister. Und das hat ihn schon sehr gebunden, diese Ausbildung. Er konnte immer erst ab 17 Uhr trainieren. Und sagt auch selber, jetzt bin ich frei im Kopf, jetzt in der nächsten Saison da. Das ist meine große Chance. Loginov und Landertinger gemeinsam. Platz 3 und 4. Die hatten 4 Sekunden Vorsprung vor Navrat. Und 1,22 Rückstand auf die Spitze. Sowohl der Abstand nach vorn als auch der nach hinten von dieser Gruppe ist in etwa gleich geblieben. Da hat sich nicht viel getan. Simon Fourcade, 40. im Gesamtweltcup, der 17. Platz gestern. Das war mal wieder ein Top-20-Ergebnis in Oberhof. Da war er 16., ist er erst im Januar in den Weltcup eingestiegen. Vorher im IBU-Cup unterwegs. Der 34-Jährige, der große Bruder von Martin Fourcade. Der immer so ein bisschen kämpft um einen Platz im Weltcup. Mal läuft er im IBU-Cup in der zweiten Liga, mal im Weltcup. Loginov, Landertinger, Navrat. Die Plätze 3, 4 und 5 sehen wir. Der Russe, der Österreicher und dann der Deutsche. Ah, da sehen wir Michael Rösch, den Schlussläufer der belgischen Staffel. Die Belgier aktuell immer noch auf Position 10, vor allen Dingen dank exzellenten Schießens. Erst 4-mal nachgeladen haben die belgischen Sportler bis hierhin. Für einen Tag ist er hergekommen. Musste umbuchen. Die Staffel sollte ja gestern, sollte eigentlich erst morgen stattfinden. Sollte eigentlich heute erst ankommen, dann morgen laufen und Sonntag wieder zurück. Jetzt musste er alles umbuchen. Der belgische Verband musste das natürlich für ihn tun und auch bezahlen. Wegen der Wetterkapriolen. Morgen soll hier der kälteste Tag sein. Loginov und Landertinger sind jetzt ein bisschen dichter rangekommen an Bjöntegaard. 2 Sekunden und Navrat hat ein wenig verloren. 8 Sekunden sind es jetzt statt der 5. Aber das ist alles im unwesentlichen Bereich. Und es ist auch wichtig, dass Philipp Navrat jetzt ein Tempo läuft, das ihm entspricht. Dass er sich nicht verleiten lässt, da ranzulaufen an Loginov und Landertinger. Die beide sehr gute Läufer sind, was das Potenzial angeht. Auch ein bisschen stärker sind als Philipp Navrat, das muss man sagen. Jules Burnot, der Kanadier, mit einer guten Runde hier, Abstand nach vorne ist gleich geblieben. 6. Schießen, Bjöntegaard steht schon bereit und dort hinten kommt Simon Fourcade. Er schießt einen Fehler, es ist seine schwächere Disziplin. Wenn Norwegen nochmal in die Knie geht, dann vermutlich jetzt. Zweimal muss er nachladen. Siegfried Marseille kann nichts tun. Simon Fourcade, den hat er auch jahrelang trainiert. Der Franzose, aber heute schlägt sein Herz für Norwegen. Und Simon Fourcade schießt den letzten daneben. Er hätte jetzt in Führung gehen können. Und die Franzosen haben als Schlusshofer ja Quentin Fillon-Maillet. Das ist einer, der kann auch gegen Johannes Tiniers-Bö mithalten. Jawohl, Frankreich geht jetzt in Führung. Patrick Favre, der italienische Trainer der Franzosen, nimmt das natürlich gerne an. Aber Bjöntegaard verhindert die Strafrunde. Hat natürlich lange gebraucht jetzt beim Schießen. Führungswechsel beim 6. Schießen. Frankreich jetzt vor Norwegen. 7,9 Sekunden hat Bjöntegaard Rückstand auf Fourcade. Kann er das aufholen? Und jetzt wird es spannend im Kampf um Platz 3. Landertinger sehen wir. Loginov steht bereit und Navrat jetzt auch in der Vorbereitung auf seinen Stehendanschlag. Fehler Loginov, Treffer Landertinger. Loginov mit einem zweiten Fehler. Landertinger schießt langsam, aber erfolgreich. Navrat hat noch nicht begonnen. Jetzt beginnt er mit einem Fehler. Dort hinten taucht Burnot auf. 2 Fehler schon von Philipp Navrat. Aber auch 2 von Landertinger und von Loginov.
Strafrunde droht bei Deutschland. Er hat nur noch drei Schuss, muss noch dreimal treffen. Aber auch die anderen warten lange. Loginov ist durch. Landertinger, da zeigen die Scheiben schon schwarz an. Der lädt aber nochmal nach. Was ist da los? Jetzt hat er es gesehen. Er hat gar nicht gedacht, dass er getroffen hat. Jetzt ist er losgelaufen. Navrat, unbeeindruckt davon, muss jetzt noch den letzten treffen. Jawohl, das schafft er. Also er bleibt dran. Was war denn da los bei Landertinger? Er lädt nochmal nach, obwohl alle fünf Scheiben schon abgeräumt waren. Auch Bjørnodd kämpft gegen die Strafrunde. Landertinger 9 Sekunden hinter Loginov und dann weitere 10 Sekunden dahinter Philipp Navrat auf der 5. Jetzt muss Kanada in die Strafrunde, Jules Bjørnodd. Und Erik Lesser, der ist schon bei Willi Haag. Philipp Navrat, der hat auch so ein paar kleine Probleme gehabt beim Stehendanschlag. Sie auch, kann man es im Nachhinein erklären mit der Kälte, mit dem Wind oder was war heute schuld daran? Ich will, wollen wir das mal nicht als kleine Probleme abtun. Also drei Fehler stehen, das ist ja schon wie ein Anfänger. Ich habe in der zweiten Runde viel investiert läuferisch. Ich bin zu der Gruppe um Simon Eder aufgelaufen. Heute ging es im Laufen um einiges besser als gestern. Und das wollte ich auch meinem Trainer zeigen. Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel investiert. Dazu kommt noch der Wind. Es mutet zwar nicht viel an, aber es ist immer so wie so ein bisschen. Du kannst ihn immer nicht richtig einschätzen oder nicht richtig abwarten. Natürlich peinlich, dass mir heute die Strafrunde passiert ist, aber ich hoffe, dass es die zwei jetzt besser machen. Philipp war ja leider auch auf dem Weg Richtung Strafrunde, aber hätte zum Glück abwenden können. Es kamen ein paar Fragen von zu Hause. Jetzt haben Sie Ihren Bart ja schon mit dem Föhn behandelt wahrscheinlich. Da waren vorhin richtige Zapfen dran. Stört das auch beim Schießen? Ich habe mir jetzt auch die Tage überlegt, eigentlich müsste ich das fast wegmachen. Ab und zu stürzt schon, wenn es zu kalt ist und alles zufriert. Aber da muss man vorm Schießen mal kurz ein bisschen durchrütteln, dann ist das wieder okay. Kann es Sie eigentlich damit trösten, dass Sie 5 Blitze gut gemacht haben? Zwar 50 Sekunden verloren, aber immerhin. Ja, also es tröstet mich natürlich. Ich hätte gerne die Strafrunde vermieden und dann besser geschossen. Aber nach dem Tag gestern, wo es läuferisch echt richtig bescheiden ging, wirklich bescheiden. Es war eher nur so auf Existenzniveau unterwegs. Da war das heute wirklich eine Kehrtwende. Ich bin zufrieden, dass es läuft. Und wenn jetzt hier nochmal ein Rennen ist, hoffe ich, dass ich es nochmal so zeigen kann auf der Loipe. Vielen Dank, Erik. Ja, immer unterhaltsam, immer Klartext, Freischnauze, Erik Lesser. Und auch selbstkritisch zu gestern. Er ist Achter geworden in einem Weltcuprennen und spricht von einem katastrophalen Rennen. Ja, und da nochmal zu sehen, dieser Wind. So, die letzte Runde. Und jetzt nochmal, da sehen wir es. Bjøntegaard ist vorbeigegangen an Simon Fourcade. Hat also nicht nur die 8 Sekunden aufgeholt nach dem Schießen, sondern richtig was gut gemacht. Navrat 1,33 zurück. Das waren 1,32 nach dem Schießen. Allerdings auf Fourcade, nicht auf Bjøntegaard. Auf den hat er verloren. Und nochmal zum Schießen zurück. Simon Fourcade, der hat 36 Sekunden gebraucht beim Schießen eben gerade. Bjøntegaard hat seinen Rückstand. Und hier sehen wir den Schlussläufer, der Norweger Johannes Tinjes Bø, den Meister dieser Saison, der gestern seinen 12. Saisonsieg feiern durfte. Erlend Bjøntegaard wechselt als Erster für Norwegen. Die großen Favoriten gehen jetzt hier also mit Johannes Tinjes Bø, mit dem besten Biathleten, mit dem herausragenden Athleten dieses Winters auf die Schlussrunde. Die Norweger, Quentin Fillon-Maillet. Das ist der erste, wahrscheinlich auch der einzige ernstzunehmende Jäger für Johannes Tinjes Bø. So ehrlich müssen wir sein. 7. im Gesamtweltcup, Fillon-Maillet, der kann was. Gestern allerdings nur 25. Und das ist Johannes Kühn, der deutsche Schlussläufer, der Ersatzmann für Arndt Peiffer. Peiffer ja erkrankt mit Halsweh, wird am Sonntag abreisen nach Deutschland und wird nicht teilnehmen am Weltcup in der kommenden Woche in Salt Lake City. Alexander Loginov auf Position 3. Und da sehen Sie es, der Abstand nach vorn, der ist schon gewaltig. 1,13 waren es an der letzten Zwischenzeit, die Loginov hinter Erlend Bjøntegaard lag. Der russische Schlussläufer Alexander Porvanitsyn, 24 Jahre alt, gestern 18. im Einzel. Careful, careful.
Russland wechselt auf 3. Doch der Blick der Russen, der Blick von Povarnitsyn, der dürfte nicht unbedingt nach vorne gehen zu Johannes Dinius Bö und Quentin Fillon-Maillet, sondern möglicherweise eher nach hinten. Denn dahinter, da kommt Dominik Landertinger, der Österreicher, der jetzt übergibt auf Julian Eberhard, den starken Läufer, der entstehend immer mal wieder Probleme hat. Und dann kommt die deutsche Staffel auf Position 5 liegend. Philipp Navrat mit einem guten Rennen übergibt an Johannes Kühn, der also erstmals Schlussläufer einer deutschen Staffel ist heute, Johannes Kühn. So sieht's aus vor den letzten 7,5 Kilometern. Norwegen führt vor Frankreich, Russland, Österreich und Deutschland. Das sind genau die 5 Nationen, die man in der Regel dort vorne erwartet. Johannes Tinius Bö. 12 Einzelsiege in dieser Saison. 14, das ist der Weltrekord von Martin Foucault von vor 2 Jahren. Und kaum einer zweifelt daran, dass Bö in den verbleibenden beiden Weltcup-Wochen in Salt Lake City und Oslo und bei der WM, denn auch diese Siege zählen dazu, noch zweimal gewinnen wird. Er selbst stapelt natürlich tief und er muss diese Siege auch erst einmal einfahren. 16 Sekunden. Der Abstand jetzt, 8 waren das, also 8 Sekunden hat Johannes Tinius Bö jetzt schon zwischen sich und den Franzosen gelegt, 8 weitere Sekunden. Er ist ein Phänomen, Arndt Peiffer hat das gestern eben auch nochmal geschildert, während wir Philipp Navrat sehen bei der Gewehrkontrolle nach dem Rennen. Wie das ist, gegen Johannes Tinius Bö zu laufen, die Rennsituation, er gab das gestern ein paar Mal, der läuft dann eben da und kann immer mal wieder ein bisschen antreten. Das Tempo verschärfen, der kann mit den Gegnern spielen, er ist läuferisch in einer anderen Liga und er schießt eben inzwischen auch so stabil, dass ein 9. Platz das schlechteste Ergebnis in dieser Saison ist für Johannes Dinius Bö, der in 16 Rennen 14 Mal Erster oder Zweiter war. Povarnitsyn 1,21 zurück, der hat den Abstand zu Fillon-Maillet ein wenig verkürzt, der zu Johannes Dinius Bö ist ein bisschen größer geworden. Aber interessant ist natürlich vor allem, was geht nach hinten. So, jetzt wird Mario Dolder demnächst überrundet von Johannes Dinius Bö, muss dann sofort aussteigen aus dem Rennen. Das ist den Amerikanern eben auch schon passiert, die sind auch schon überrundet worden und ausgeschieden. ...21 Sekunden sind es inzwischen, also es werden immer mehr. Das sind jetzt schon 2 Nachlader, die sich Johannes Tinius Bö leisten kann. Wir hatten eigentlich auch so ein bisschen damit gerechnet, dass Bö möglicherweise die Staffel auslässt, sich schont, hat es auch schon gegeben in dieser Saison, und stattdessen Labyrinth laufen würde, aber die anderen haben gesagt, nee, wir wollen mit dir laufen, Johannes, lauf du mal, ja, wir haben ja auch ein bisschen was vor. Nächste Woche in Salt Lake City die Mix-Staffeln am Wochenende. Die will er nicht laufen. Aber heute hat er gesagt, na klar, komm, ich laufe. Ich bin in guter Form. Ich habe auch einfach Bock zu laufen. Povarnitsyn, Abstand zuletzt 1,21. Und er hat so 24 Sekunden Vorsprung vor Julian Eberhard. Johannes Kühn 8 Sekunden hinter dem Österreicher an der ersten Zwischenzeit. Da ist der Abstand exakt gleich geblieben zwischen Eberhard und Kühn im Vergleich zum Wechsel auf den 1,2 Kilometern, die beiden abseits des Bildes bis jetzt hinter sich haben. Johannes Tinius Bö kommt zum 7. Schießen, zu seinem ersten Schießen im Liegendanschlag. 91% seiner Schüsse im Liegendanschlag finden den Weg ins Ziel. Ja, der hat ein bisschen korrigiert, hat ein bisschen bei links gedreht, hat schon im Anlaufen auf die Windfahnen geschaut, die jetzt ein wenig schlaffer herunterhängen als beim Anschießen. Müsste also passen, die Reaktion, der Wind von links nach rechts nicht mehr so stark.
Ja, und der hat die Ruhe und die Sicherheit, das Selbstbewusstsein. Da passt einfach alles bei diesem Athleten. Auch Fiomaye hat das gesehen, dass der Wind nicht mehr so stark nach rechts pustet. Hat auch ein wenig die Visierlinie korrigiert und fängt jetzt aber erst an zu schießen, da Johannes Tiniusbö den Schießstand schon wieder verlassen hat. Der zweite geht daneben. Braucht auch lange dort für den Nachlader. Hat sein Gewehr selbst entwickelt und mitgebaut. Ist Maschinenbaustudent. Ein großer Tüftler, ändert immer mal wieder Kleinigkeiten an seinem Schaft. Und jetzt kann er rausgehen. Bevor Povanitsyn angefangen hat, der kommt da jetzt als nächster, geht auf die drei. Eingewiesen von einem Kampfrichter. Da hinten kann man das mal sehen, wenn die Abstände so groß sind, dass da gar keiner mehr ist. Dann kommt immer ein Kampfrichter, der Schießstandchef, und zeigt an, wo er hingehen muss, auf welche Bahn. Denn das kann der Athlet dann auch gar nicht unbedingt überblicken, von welcher Matte derjenige, der gerade weggelaufen ist, dort aufgestanden ist. Landertinger ist da und auch Johannes Kühn legt sich jetzt gerade hin. Povanitsyn gibt sich keine Blöße, kommt ohne Nachlader durch. Ja, die Spannung ganz vorne ist so ein bisschen raus. Die Abstände sind einfach zu groß. Aber was passiert mit Landertinger und Kühn? Landertinger mit zwei Fehlern jetzt schon. Abstände zwischen Fiomaye und Povanitsyn auch groß. Und Eberhard natürlich ist es. Johannes Kühn, der trifft fünfmal und Eberhard, der geht in die Strafrunde. Also Deutschland jetzt auf der 4. Und Eberhard, der muss möglicherweise noch zwei Strafrunden laufen. Der hat immer noch drei Scheiben offen und nur noch zwei Patronen. Ja, zwei Strafrunden für Österreich. Und Kühn ist knapp 30 Sekunden hinter Russland. Julian Eberhard geht zweimal in die Runde. Die Österreicher also fallen deutlich zurück. Ein Quartett ist jetzt eingeblendet. So groß sind die Abstände schon geworden. Norwegen führt vor Frankreich, Russland und Deutschland. Das ist die Serie von Johannes Tiniusbö. Ja, die kanadischen Zuschauer sind durchaus begeisterungsfähig. Ist eine ganz liebevolle Atmosphäre hier. Gestern Abend gab es vor der Stadthalle die Siegerehrungen im Einzel. Waren dann auch ein paar hundert Leute. Es war alles eher ein bisschen kleiner. Es ist alles mehr Dorffest. Es ist nicht das große Spektakel wie bei den Veranstaltungen im Januar in Oberhof, Antols-Ruhpolding, wo Zehntausende Biathlon feiern. Hier sind es ein paar hundert. Aber die Stimmung ist prächtig, sie sind sportbegeistert. Und Kenmore ist eine Biathlonstadt, 14.000 Einwohner. Hier kennt man den Sport, die wissen auch, was hier passiert. Von daher ist das auch in Ordnung, wenn alle paar Jahre mal in Nordamerika gelaufen wird. Das hat auch nichts mit Expansion der IBU zu tun, wie es manchmal heißt. Denn hier wird man den Markt nicht erobern können. Es geht darum, dass eben das auch ein Weltcup ist, das überall gestartet wird, nicht immer nur in Europa. Johannes Tiniusbö, der läuft vorne weg und der hat, jawohl, der hat Michael Rösch überrundet, glaube ich, da unten kommt er. Hier oben ist Johannes Tiniusbö und da unten Michael Rösch, wenn ich das richtig sehe, ist er überrundet. Ja. Ja, schade für ihn, da hat sich die Reise dann doch nicht so ganz gelohnt. Mit den geliehenen Schuhen, den geliehenen Klamotten, alles nicht seins. Naja, jetzt macht er noch eine kleine Ehrenrunde, schnackt da noch mit irgendeinem Betreuer. Muss jetzt auch aus dem Rennen aussteigen. Also, das hat sich leider nicht gelohnt für Michael Rösch. Philipp Navrat dagegen, der hat die deutsche Staffel wieder nach vorne gebracht heute. Auch wenn es beim stehenden Anschlag ganz schön zittrig war, Willi Haag.
Ja, der hat auch amüsiert zugeschaut hier beim armen Michael Rösch, der umsonst angereist ist. Philipp, ich darf sagen, Gratulation, fünften Platz gehalten, 5 Sekunden gut gemacht, aber das Stehenschießen, was war da los? Ja, ich revidiere vielleicht die Aussage von gestern ein bisschen. Mit dem Resistenzsein gegen die Kälte ist das schon echt nicht ohne. Auch die Konzentration dann am Schießstand zu halten. Ja, man muss da wirklich gut arbeiten und fokussiert mit Abzug am Finger da hoch, ja, sensibel arbeiten. Und das kann schon mal vorkommen, dass bei der Kälte dann natürlich ein bisschen schwieriger wird. Ja. Was war genau das Problem? Haben Sie kalten Wind im Gesicht gespürt oder der Zeigefinger kalt gewesen? Generell muss man sagen, heute ist sehr beißend die Kälte. Das ist mit dem Wind ja nicht einfach und greift einfach am ganzen Körper an. Ja, und am Finger, gut, ich habe einen Schießfinger, wo ich meinen Handschuh eben aufmache. Dann hat der Finger halt direkten Luftkontakt und ja, aber es ist natürlich aus Gewohnheit, aus Training im ganzen Sommer schon, dass ich es dann so mache. Und ja, bei der Kälte, ja, nicht ganz leicht, aber so noch gerettet mit den ohne Strafrunde. Danke Philipp, schauen wir auf Johannes, der ist jetzt schon auf 4 vorgerückt. So, die Entscheidung naht. Und wenn alles so läuft, wie es in den letzten Wochen gelaufen ist, dann ist die Entscheidung fast schon gefallen. 5 Scheiben trennen Norwegen, den großen Favoriten heute, noch vom Sieg. Johannes Tinjesbø lässt sich Zeit, macht es ganz präzise, macht es genau so, wie man es machen muss. Er bleibt ohne Fehler und nach dem Einzelrennen gestern gewinnt er heute gemeinsam mit der norwegischen Staffel sein 2. Rennen hier in Kenmore. Gratulation an die Norweger. Ja, Wind jetzt ein bisschen raus, Fioma Je mit einem komfortablen Polster auf Povarnitsyn. Der könnte sich vielleicht sogar eine Strafrunde leisten. Dann wird es eng, wenn der Russe 0 schießt. Den ersten schießt er schon mal rechts tief. Noch ein Fehler rechts für Fioma Je. Jetzt hat er noch 2 Schuss für einen Treffer und jetzt steht der Russe neben ihm. Wenn er jetzt nicht trifft, dann muss er in die Strafrunde. Und da ist Johannes Kühn. Ah, Quentin Fioma Je vermeidet die Strafrunde, er ist weg und auch Povarnitsyn hat schon 2-mal daneben geschossen. Kann Johannes Kühn jetzt mal eine gute Stehenserie abliefern? Es wäre ihm zu wünschen. Fängt in der Mitte an, das kann man sich frei aussuchen, wo und in welcher Reihenfolge man die 5 Scheiben abräumt. 2. Fehler, erst 1 Treffer. Ganz ruhig bleiben, nicht in die Atmung schießen. Nein, auch der nächste geht daneben. Povarnitsyn ist durch, ist raus. Johannes Kühn und der Kampf gegen die Strafrunde. Die verschossenen Patronen werden nicht angezeigt. Bin mir nicht ganz sicher, ob er nicht sogar schon eine Strafrunde laufen muss. Na, jetzt muss er auf jeden Fall eine laufen. Ja, 2 Strafrunden für Johannes Kühn. Grafikanzeige stimmt nicht ganz. Da hat er noch eine Patrone, aber die ist schon weggeschossen. Also Deutschland aufs Podest hätte es eh nicht mehr erreichen können. Aber jetzt müssen sie nochmal 300 Meter laufen. Der Vorsprung auf Österreich ist gigantisch. Über 1 Minute, 1 Minute 13 auf Julian Eberhard hat Johannes Kühn Vorsprung. Ich habe selten ein Staffelrennen gesehen,
in dem die Abstände so gigantisch groß waren wie heute. Wir haben darüber vor dem Rennen schon gesprochen. Ich habe fast ein bisschen erwartet, dass es so kommen könnte, weil eben nicht alle in Bestbesetzung laufen. Dadurch die Niveauunterschiede dann doch noch deutlicher zum Tragen kommen. Hat sich leider, muss man sagen, ein bisschen bestätigt. Viele, viele Überrundungen und riesengroße Abstände an der Spitze. 1,35 trennen Bö vom zweitplatzierten Fiyot Maillet. Dann 35 Sekunden zwischen Fiyot Maillet und dem Russen Povanitsyn. Dann Johannes Kühn, 1 Minute 17 dahinter. Deutschland mit 3 Strafrunden nach dem 8. Schießen. Und jetzt erst verlässt Julian Eberhardt das Schießen nach seinem letzten Schießen. Geht wieder in die Strafrunde. Also auch da ein Riesenabstand. Der Tscheche Krupczyk hat sich inzwischen dazwischen geschoben. Der jetzt Fünfter mit einem Rückstand von 32 Sekunden auf Kühn. Also diese letzte Runde. Da muss keiner mehr an seine Grenze gehen. Da hat jeder nach vorne und nach hinten so unfassbar viel Zeit, dass es nicht mehr zu Positionsänderungen kommen wird. Eberhardt jetzt beim letzten Schießen raus. 18 Sekunden hinter dem Tschechen Krupczyk. Dann die Ukraine, dann Italien auf der 8. Da kommt er über die Kuppe, Johannes Tinjes Bö mit seinem in dieser Saison wieder neu bemalten Gewehr. Es ist eine goldene Waffe. Er ist der beste Biathlet der Welt in diesem Winter. Und heute hat er es gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen souverän nach Hause gebracht. Lars-Helge Birkeland, Fettle Christiansen und Erlend Bjøntegaard haben die Vorarbeit geliefert. Er hat den Deckel drauf gemacht. Kann sich jetzt schon ein bisschen warm laufen für das noch ausstehende Sprintrennen, das entweder morgen oder übermorgen ausgetragen werden soll. Wir alle denken doch, dass, so ist zumindest der Wetterbericht, morgen kein Rennen möglich sein wird. Temperaturen werden anziehen in der Nacht von heute auf morgen. Da kann er ganz locker mal ein bisschen abgrüßen. Gestern auf dem Weg zur Pressekonferenz, da muss man hier durchs Volk durchlaufen, durch die Fans. Da hat er sich Zeit genommen, für ein paar Kinder hier und da Autogramme gegeben. Sie kennen ihn natürlich. Jetzt biegt er ab auf die Zielgerade. Norwegen gewinnt die Generalprobe vor den Weltmeisterschaften. Souverän nach dem Staffelsieg in Ruhpolding. Auch heute wieder die norwegische Staffel ganz oben. Es war eine Demonstration des norwegischen Quartetts. Birkeland, Christiansen, Bjøntegaard, Bø. Und Darje Bø, 10. im Gesamtweltcup, der war noch nicht mal dabei, der ist daheim in Oslo und trainiert. Wenn der dann auch noch dazu kommt, möglicherweise für Bjøntegaard, dann ist diese Staffel sogar noch stärker einzuschätzen. Aber auch die anderen Top-Nationen hatten heute nicht ihre Besten am Start. Frankreich auf Position 2, da fehlten Détieu und Martin Foucault. Auch diese Staffel ist dann sicherlich konkurrenzfähiger als heute, wo sie keine Chance hatten, die Norweger zu ärgern. Johannes Kühn auf der Schlussrunde. 2 Strafrunden hat er sich eingehandelt beim letzten Schießen. Ob es ohne die beiden Strafrunden auf Platz 3 gereicht hätte, vermutlich nicht. Dennoch ist es natürlich ärgerlich. Frankreich wird Zweiter mit dem großen Abstand von 1 Minute und 10 Sekunden. Gigonard, Jacquelin, Simon Foucault und Quentin Fillon-Maillet als Schlussläufer. Und auch die Russen, die auf Platz 3 kommen. Auch die Russen sind heute nicht in ihrer Bestbesetzung gelaufen. Haben hinter Loginov und Garanichev ihren Top-Leuten
den Rest der Weltcup-Mannschaft in Europa gelassen. Haben aufgefüllt mit Latipov und Povanitsyn, werden Dritte. Ein Platz, der auch für die deutsche Mannschaft möglich gewesen wäre, mindestens, würde ich sagen. Norwegen zu schlagen war heute unmöglich. Frankreich schwer. Aber die Russen, die hätten sie natürlich knacken können, wenn sie sich nicht drei Strafrunden erlaubt hätten. Eine durch Erik Lesser, zwei durch Johannes Kühn beim letzten Schießen. Wir warten auf Johannes Kühn, während wir sehen, wie sich die Russen über den dritten Platz freuen. Schauen wir mal da über die Schulter, ob der Deutsche schon so langsam in den Stadionbereich hineinläuft. Das sind die Sieger aus Norwegen. Fettle Christiansen, Daumen hoch. Ja, Johannes Kühn, heute Morgen hat er erfahren, er wird für Arne Pfeiffer Schlussläufer der deutschen Staffel sein. Sicherlich erstmal ein positiver Moment für ihn. Jeder Einsatz in der Staffel ist natürlich auch eine Ehre und eine Auszeichnung. Er hat es am Stehendanschlag mal wieder nicht hinbekommen. Leider, leider. Da muss er dran arbeiten. In der Zeit zwischen dem Weltcup in Salt Lake City und der WM in Östersund. Das weiß er. Läuferisch ist er gut in Form. Er ist ein starker Läufer. Liegendanschlag passt auch, aber im Stehendanschlag. Da ist er oft zu wackelig. Also die deutsche Staffel wird Vierter. Roman Rees war der Startläufer. Übergab auf Erik Lesser. Rees hatte schon Probleme gehabt beim Liegenanschlag. Bei einem starken Anschlag brauchte er zwei Nachlader. War im Hintertreffen. Lesser dann mit einem guten Rennen bis zum Stehendanschlag. Da hat er alles gegeben, um da ranzukommen. Musste dann in die Strafrunde. Übergab an Philipp Navrat, der ebenfalls wieder gut war. Machte Plätze gut, arbeitete sich nach vorne. Kämpfte im Stehendanschlag auch gegen die Strafrunde, brauchte drei Nachlader, konnte die Strafrunde vermeiden und Johannes Kühn, der Schlussläufer, der war dann wieder dran. Konnte auflaufen Richtung Platz 3, aber beim letzten Schießen, da verließen ihn die guten Geister. Er ging zweimal in die Strafrunde, Deutschland wird Vierter in einer kuriosen Staffel, die große, große Abstände im Ziel aufweist, so groß wie selten in der Geschichte des Biathlons. Das müsste man tatsächlich mal nachgucken, ob das tatsächlich die Staffel war mit den größten Abständen insgesamt. Mal sehen, ob sich Magdalena Neuner und Michael Antwerpes erinnern können an ein Staffelrennen dieser Art.